Vom Braunkohlerevier zum Badeparadies. So heißt die neue Ausstellung im Senftenberger Rathaus. Eröffnet wurde sie am 15. Mai durch Bürgermeister Andreas Pfeiffer und Detlef Wurzler vom Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg. Gezeigt wird die Geschichte des Senftenberger Sees und die Entwicklung der touristischen Infrastruktur. Zu sehen sind Dokumente vom Kohleabbau über die Rekultivierung bis zu den neuesten Projekten. Die Ausstellung informiert auch über zukünftige Pläne. Zu den Gästen der Vernissage zählten unter anderem Landrat Sigurd Heinze und Senftenbergs Altbürgermeister Klaus-Jürgen Grassoff. Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von der Musikschule des OSL-Kreises.